Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Das ist Artem Saloha. Der 15-jährige Torwart flüchtete 2022 aus der Ukraine nach Deutschland. Er fängt in Deutschland beim VfL Teesen an und wird dort nach kurzer Zeit Stammtorwart der U16. Artem engagiert sich stark in der Mannschaft, lernt Deutsch und fängt sogar an, die U12 des Vereins zu trainieren. Aufgrund seiner starken Leistung wird Arminia Bielefeld auf ihn aufmerksam und Saloha wechselt im Winter 2022 zum DSC. Auch bei der Arminia wird er nach kurzer Zeit Stammtorwart und spielt in der U17-Bundesliga um den Titel. Vor einigen Tagen hat es Artem wirklich geschafft. Er wird mit der Arminia zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Deutscher Meister und krönt seine unglaubliche Geschichte. Wir wünschen Artem nur das Beste und wer weiß, vielleicht spielt er ja in ein paar Jahren ganz oben mit.